Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin heute an einer Angelteichanlage in Holland und versuche heute Karpfen, Brassen oder Schleien zu fangen. Und ob das geklappt hat, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Also zugeschaut. Das Futter für die Fiederrute sieht wie folgt aus. Ein paar Maden, unseren Karpfen-Brassen-Mix und ein paar Caster, ein paar zerquetschte Caster. Ein paar Pellets sind drin, harte Maiskörner. Das sollte auf jeden Fall reichen, dass hier was anbeißt. Die Köder auf der Karpfenrute sind einmal zum Anfüttern. Milky Ice Cream Pellets und Milky Ice Cream Boilies riechen richtig cool, wie der Name schon sagt, nach Milcheis. Dazu noch ein Milky Ice Cream Dip. Ausgeworfen habe ich die Ruten hinter mir an der Insel. Einmal die Fiederrute auf der rechten Seite und die Karpfenrute auf der linken Seite, direkt an der Ecke. Mit der Fiederrute habe ich ein paar Futterkörbe vorher reingeballert, dass sich die Fische da erstmal tummeln können. Dann kam der Köder dazu und dann schauen wir mal, ob das Fisch bringt heute. So, es ist alles aufgebaut. Auf der Fiederrute hier vorne fische ich einen Wurm und auf der Karpfenrute ein Milky Ice Cream Boilie, angefüttert mit Milky Ice Cream Pellets und ein paar Boilies. So, wie sieht das Ganze aus? Eine Fiederrute, einmal ein Futterkorb und einmal ein Wurm
ein bisschen aus Vorfach gezogen, zwei Maden noch dran. Das Gestrüpp soll natürlich nicht mit dran. Und dann geht das Ganze jetzt auf. Rechts. Neben der. Da. So, wie das Ganze bei der Karpfenmontage aussieht, das ist hier der Haken mit dem Haar dran. Da ziehe ich mal dann ganz normal den Boldi auf. Das sollten die meisten ja kennen. Ein kleiner Stopper. Dass uns der Boldi auch nicht abfliegt. Oder einfach so vom Haar runtergenuppelt werden kann. So. Dann sieht das Ganze so aus. Länge ist vollkommen ausreichend. Der PVA-Sack schneide ich oben immer ein bisschen ein, dass man nachher besser zusammenknoten kann. Das kommt da rein. Ein paar Boilies, ein paar zerschnittene Boilies. Dann von den Pellets kommen auch noch welche rein. Das Ganze so aus. Oben drauf haben wir noch so einen Booster. Den kippe ich da jetzt einfach mit rein. Ordentliche Spritzer rein. Ist PVA verträglich, löst die Tüte also nicht auf. Jetzt reißen wir ein bisschen ein. Man kann die Tüte auch anfeuchten. Und dann zusammendrehen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Tüte dann meistens an dieser Stelle doch noch aufreißt. Von daher lieber zwei Knoten rein. Mit der Ködernadel ein, zwei Mal reinstechen, dass die Tüte nachher untergeht. Wenn das Wasser relativ flach ist, dann schwimmt das Ganze erstmal an der Oberfläche. Dann kommt der Haken unter dem Knoten. Einmal durchstechen und dann das Ende in der Tüte einfach noch ein, zwei Mal drauf. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. Und das geht dann raus. Das Ganze geht zwischen. Das Ganze geht zwischen die beiden Seerosenfelder oder kurz davor. Mal schauen, wie treffsicher ich bin. Und dann hoffen wir, dass hier mehr zu fangen ist.
ist Anzeiger scharf, dann kann es jetzt losgehen. Zusätzlich zu dem PVA-Beutel fliegen jetzt noch ein paar Boilies, 6-7 Stück, mit der Zwille rein. Kleiner Tipp: in Holland immer ein bisschen aufpassen mit der Zwille, gilt in Holland als Waffe, daher sollte man immer einen guten Grund haben, warum man die Zwille benutzt. Da hier keiner ist, wird hier jetzt auch nichts großartig passieren. Gestört hat es bisher noch keinen, aber nur so als Tipp: in Holland ist es eine Waffe. So, das Video geht langsam jetzt zu Ende. Die größte Erkenntnis des Tages war, dass man heute lieber hätte was anderes machen sollen. Denn die Fische haben nicht gebissen, kein einziger Biss. Alle Köder, die ich dabei hatte, habe ich durchprobiert. Über Mini-Boilies, Dumbles, Mais, Wurm, Made hat die Fische null interessiert. So ist Angeln. Es kann nicht immer was gehen. Schade. Wenn euch das gefallen hat, einfach das Video liken. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.